Specki, bitteschön. So. Hoppala. So, Queenie. Hoppala. So, jetzt haben wir's. So, Queenie hat jetzt auch mal, ja, friss ruhig, ihren Mittagsimbiss, ihren körnigen Frischkäse, so einen ganzen Becher. Aber sie ist nach wie vor sehr schwierig, dick zu kriegen. Ist eigentlich natürlich gut, ne? Also nicht falsch verstehen, ich möchte hier die Hündin nicht irgendwie aus falsch verstandener Liebe oder was weiß ich, dick kriegen. Also es gibt nichts Schlimmeres als eine zu fette Hündin bei der Geburt, weil die einfach keine Kondition haben und dann gibt es tendenziell schon eher Komplikationen. Ist auch meine Beobachtung, also ich habe Ivy hatte bei ihrem letzten Wurf 2018 2 Kilo weniger als bei ihrem Wurf davor. Und ja, es hat eine deutlich schnellere Geburtszeit bei sogar einem Welpen mehr gegeben. Also es ist schon ein bisschen was dran. Auch wenn es jetzt vielleicht da nicht so ganz dramatisch gewesen sein mag und Ivy auch nicht zu fett war. Ne? Also man sagt, eine Hündin sollte 25% des Ausgangsgewichts nicht überschreiten. Mittlerweile sagt man 25-30%. Ich denke immer so wenig wie möglich, aber so viel wie muss. Tauriel ist jetzt auch fast bei diesen 25% und es ist noch ungefähr eine Woche zu gehen. Wie sagt man das auf Deutsch? Auf Englisch sagt man to go. ja, es war jetzt nicht gerade sehr deutsch, aber egal. Und Specky hier, Queenie, ist glaube ich immer noch bei 16% jetzt erst. Und ja, sie hat Rippen, der Babybauch wächst, die Babys kriegen alles, was sie brauchen, aber die Dame legt sich keine Reserven an, die hat halt so einen faszinierenden Stoffwechsel, um den ich sie beneide. Sie hat ja alles zur Verfügung, wenn sie fressen mag und sie kriegt echt nicht wenig, aber okay, so ist es halt bei ihr, ne? Babybewegungen habe ich noch keine gespürt, aber sie hält auch nicht so ganz still. Gesehen habe ich auch noch keinen, der getreten hat, aber da wird schon was in der Wampe los sein. Gestern Abend war sie extrem unruhig, Tauriel allerdings auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Sturm gelegen hat oder wirklich, weil sie sich unwohl gefühlt haben, aber naja, Unruhe ist jetzt auch ein normales Zeichen. Ich versuche mal ein bisschen den Babybauch drauf zu bekommen. Auch bei ihr meine ich, es hängt schon ein bisschen mehr nach unten. Es könnte sein, dass sich der Bauch schon abgesenkt hat. Das ist so in etwa wie bei den Senkwehen der Frau. Damit ist das vergleichbar. Ich weiß, man kann nicht so viel von dem für uns wichtigen Bereich sehen. Ja, und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns mal ein bisschen mit dieser wunderschönen Aussicht nun. Queenie zeigt uns doch freundlicherweise nochmal ihr Bäuchlein von der Seite.